Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Hospital. Wir haben ja hier gerade einen Notfall am Laufen und wir haben noch eine Wette am Laufen. Wir müssen dafür noch einen Patienten geheilt bekommen in den nächsten 18 Tagen. Das sollte, denke ich, machbar sein grundsätzlich. So, mal wieder haben wir einen kleinen Ärztemangel, weil wir hier eine Weiterbildung machen, wo wir drei Ärzte weiterbilden. Nicht gut. Gut, ich würde sagen, damit wir nicht zu stark ins Hintertreffen geraten, holen wir uns noch einen Arzt und dann schauen wir uns mal die Auszeichnung an. Ob wir dieses Jahr was kriegen. So, erste Auszeichnung. Sehr schön. Aufsteigender Stern haben wir. Ich kriege mal ein bisschen schneller. Arbeitgeber des Jahres. Auch das haben wir geschafft. Sehr schön. Keine Todesfälle. Das haben wir definitiv nicht geschafft. Ja, schade. Okay, ich sollte zumindest abwarten, um den Namen zu lesen. So, bestes Lehrkrankenhaus. Das haben wir ja sowas von geschafft. Patientenpreis, wie schaut's? Jumbo Megacorp, schade. Prestige, wie sieht's aus? Das haben wir wiederum hingekriegt, sehr gut. Oh, mit bester Forschung. Ja, ich glaube, da dürfen wir verkackt haben. Ja, die Orbi-Stiftung. Und Krankenhaus des Jahres. Das ist ja auch mal eine neue Auszeichnung. Auch an die Orbi-Stiftung. Ach, das ist doch Käse. So, zwei sind noch im Gang. Das wird eine enge Nummer. So, warte mal. Ich glaube, ich könnte mal hier noch einen Pflänzchen hinstellen. Das macht das Ganze optisch noch ein bisschen schicker. Genauso wie da. Und da geht's nicht. So, die Herausforderung haben wir geschafft. Sehr schön. Immerhin etwas. So, aber jetzt kaufen wir uns endlich mal hier das nächste Grundstück. Da können wir hier nämlich eine Forschungseinrichtung machen. Sobald wir das Geld dafür haben. Warte mal, passt die Töpferei? Ne, die passt hier leider nicht hin. Aber wir könnten hier vielleicht noch eine weitere Arztpraxis bei Bedarf machen. Ich glaube, wenn ich mir so die Patienten... Zahlen angucke, wäre da sogar bald Bedarf. So, warte mal, wir sollten vielleicht bei der Deko mal schauen, dass wir hier hinten, dass wir das Ganze ein bisschen schicker gestalten. So, guck. Das sieht ja schon viel schöner aus hier. Mein Gott, ist das grün. So. Was ist das denn? Schmuddelsohlen. Füße, die so schmutzig sind, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reinste Bakterienschleuder. Wird in der Station behandelt. Oha. Vielleicht sollte ich auch mal außen ein paar Abfalleimer aufstellen, dass die Leute nicht immer ständig in Müll überall hinballern. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Kann man mal machen. Sondermeldung. 3 von 7 Patienten. Oh, minus 5 Ruf. Shit. Das lief leider jetzt gar nicht gut. So. Jetzt haben wir aber endlich... Was für die Forschung. So, mal gucken. Wir brauchen eine Forschungsstation. Und einen Forscherschreibtisch. Da machen wir doch direkt mal ein paar mehr. Machen wir mal Platz für 3. Ich weiß jetzt nicht, was wir da sonst noch an Geräten zuholen können. Na komm, zweiter Heizkörper sollte vielleicht auch noch sein. Forschungsanzeigen. Plus 1% Forschungsvermögen. Komm, das schalten wir jetzt einfach mal frei. Und dann natürlich die Uhr. Zeit ist wichtig und so. Oh, jetzt sind wir leider ein bisschen über das finanzielle Ziel hinausgeschossen. Das ist natürlich gar nicht gut. Da drehe ich doch mal kurz an der Temposchraube, damit wir möglichst schnell ein bisschen Kohle reinbekommen. Damit wir uns den Raum auch leisten können, weil wäre ein bisschen schlecht. So.
Forschung. Um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke entweder auf die Forschungsstation oder setze einen geeigneten Forscher im Zimmer ab. Auf dem Forschungsbildschirm kannst du aus der Liste der verfügbaren Projekte eines auswählen. Sobald ein Projekt begonnen wurde, brauchst du einen Arzt mit Forschungsausbildung, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt dieser Arzt dann mit seiner Forschung zum Projekt bei. Forschungserkenntnisse werden der gesamten Organisation zugänglich gemacht, genau wie unsere Entdeckungen. Du kannst ein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und es dann in einem anderen fortsetzen. Okay, das ist schon mal sehr geil. So, ja, dann starten wir doch mal direkt die Farbtherapie. Und wir können das Tempo wieder auf normal stellen. So, dann mal kurz beim Personal geschaut. Wen haben wir denn als Forscher? So, du bist hier gerade zugange. Dann warten wir, bis du mit dem Patienten durch bist. Und dann kommst du ab in die Forschung. Ja, wobei, ich glaube, du wärst tatsächlich besser geeignet für die Forschung. Weil der andere Larry, der kann dann hier erstmal noch ein bisschen weiter Patienten behandeln. Farbtherapie benötigt. Okay, dann lassen wir den mal warten. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie rechtzeitig hin. So, wie sieht es denn aus mit dem Fortschritt? Okay, im Sekundentakt. Ja, schon mal ganz gut. Der nimmt aber auch im Sekundentakt leider ab. Deswegen sollten wir vielleicht noch den zweiten Forscher mit dazu holen. Echt? Das macht nichts aus vom Tempo? Kann hier nur einer forschen? Warum habe ich da so viele Forschungstische hier reingestellt? Weiterbildung benötigt, ja komm. Da geben wir doch mal eine Medizinstudentin. Was soll sie kriegen? Behandlung ist, glaube ich, gut. Ah, zu teuer. Dann... Ausdauertraining ist nie verkehrt, das kann auch ein Interner machen und da haben wir dann keine zusätzlichen Kosten bei. Das finde ich schon mal sehr gut. So, und dich nehmen wir dann auch. So, momentan läuft es bei uns einigermaßen. Bis auf dass wir noch eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger mal bräuchten in der Apotheke und hier auch mal einen Arzt, das wäre auch praktisch. So, da du ja sowieso nichts zur Forschung beiträgst, darfst du jetzt auch mal hier hin und hier weiterarbeiten. Weder gehen die finanziellen Mittel zur Lage, also ganz rund läuft es halt nicht, weil wir haben halt sehr hohe Ausgaben jetzt noch gehabt. Deswegen müssen wir schauen, dass wir mal zeitnah ein bisschen mehr Reibach machen. Und wir sind in den Miesen. Trotz Profit. Welche Ironie. So, ein Patient mit Farbtherapie heilen. Das ist das nächste Ziel. Die Frage ist, wie das gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass das über die Apotheke laufen wird. Aber das wird sich ja halt zeigen, wenn es soweit ist. So, wieder ein bisschen was geheilt am Patienten, sehr gut. Warte mal, zusätzliches Personal ein. Ach, guck an, so kriegen wir da noch einen Arzt rein. Weil hier stehen jetzt sehr viele Leute an. Installiere einen Upgrade, ja, das kriegen wir grundsätzlich hin. So, jetzt gehst du bitte raus und forscht hier einmal mit. Ach, guck an, jetzt kriegen wir es doch schneller hin. Sehr gut. Dann hoffe ich nur, dass wir es überhaupt schnell genug hinbekommen. Okay, hier brauchen wir jetzt scheinbar doch... Ja, doch, da brauchen wir jetzt einen. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir doch keinen, weil irgendwie das dann wegging, aber...
So, bitte macht schnell dieses Forschungsprojekt fertig, dann seid ihr beide auch wieder frei als Ärzte und dann könnt ihr mal wieder so ein paar Patienten vielleicht behandeln. Forschungsprojekt abgeschlossen. Gut gemacht. Wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projekts suchen sich Forscher anderswo eine neue Beschäftigung. Es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt. Während wir neue Entdeckungen machen und weitere Gebiete des Countys bereisen, werden unsere Eierköpfe neue Forschungsfelder vorschlagen. Halte also nach neuen Projekten Ausschau. Alles klar. Na dann, okay, jetzt macht ihr beiden erstmal Pause. Habt ihr auch durchgeforscht, wie die Wahnsinnigen? Come to Bungle Meditech, where advanced techniques 10.000 dafür, dass sie eine Forschung abgeschlossen haben. Schön! So, Farbtherapie. Jetzt die Frage, ist das ein Zimmer? Ja, verdammt, das ist ein Zimmer. Oh, das Objekt ist zu teuer. Toll. Ach, ist doch Schitte, ist das. Jetzt fehlt uns natürlich das Geld, um hier mal fertig zu werden. So, noch ein Fenster. Heizung. Ein paar Pflänzchen und jetzt reicht es natürlich wieder nicht. Komm, kann man bitte irgendwie jemand einen Patienten heilen? Damit wir endlich wieder an Kohle kommen. Ist sogar egal, welche Krankheit geheilt wird. Nur irgendeine. Nur weil ich so knauserig bin und keinen Kredit aufnehmen will. So. Ja, Beförderung kriegst du. Rock and Rollitis. Nehmen wir mal an. So, wo haben wir denn jetzt hier unseren Psychodoc? Du, glaube ich, ne? Ja, alles klar. Dann darfst du einmal direkt hier rein. Rock and Rollitis haben wir jetzt erst entdeckt durch den Notfall. Oha. Kann man ja mal machen. So, ihr beiden seid gleich fertig. Dann haben wir auch wieder zwei Pfleger frei. Das finde ich sehr gut. So, Warteschlange. Bitte erstmal alle VIPs nach vorne. So. Okay, ich brauche definitiv noch eine zweite Psychiatrie. Ja, komm, du kriegst eine Beförderung. Zack. Oha, da stirbt jemand fast. So, dann machen wir doch mal hier noch eine Psychiatrie hin. So, mit den Regalen natürlich auch. Zack. Heizung. Pflanzen, Pflanzen und nochmal Pflanzen. So. Ein paar Bänke müssen jetzt natürlich auch hier hin, sonst frieren die sich den Steiß ab, die Guten. So, mal schauen, wo haben wir... Wir haben noch zwei Psychiater, ne? So, du bist da tätig, alles klar. Und du bist hier hinten als allgemeiner Arzt. Das muss nicht sein. Geh doch mal bitte hier rüber. Und sei mal da tätig. Wobei, er rennt gerade raus. Ach, der braucht eine Pause. Ja, super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir noch einen Hausmeister, der gerade einen auf Ghostbuster machen kann? Nee, leider nicht. Schade. So, hier die Warteschlange können wir auch schon mal ändern, dass der VIP-Vorrang hat. So, warte mal. Wir müssen jetzt mal eben schauen, welcher Hausmeister Laria unser Geister jetzt... Ach, er ist schon da, endlich. So, immerhin die Farbtherapie, die kriegen wir soweit hin. Das ist schon mal gut.
Und wir haben unseren ersten Stern. Wunderbar. Ein gutes Zeichen, dass deine Organisation anfängt, sich mit Forschung zu befassen. Unsere anfänglichen Notizen legten nahe, offenbar irrtümlicherweise, dass du dieser speziellen Aufgabe nicht gewachsen wärst. Sei versichert, dass der Verantwortliche für so eine fehlgeleitete Bemerkung unverzüglich seine Stelle verlieren wird. Außer natürlich, das war ich. Man mag es sich kaum vorstellen. Stürzen Sie sich in weitere Forschungsprojekte, um sich noch mehr Belohnung zu verdienen, oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. So, Enzyklopädie-Bücherregal Stufe 1 haben wir und Deluxe-Entleuchter Stufe 3. Sehr schön, wir machen hier aber natürlich weiter. So, wo auch immer das ist. Ist das ein Objekt? Ich muss mal schauen. Oder eine Behandlung? Nee, das ist wahrscheinlich hier ein Bücherregal beim Psychologen. So, wo ist unser anderer Psychodoc? Schauen wir mal eben kurz. Ach, du bist gerade auf dem Weg hierhin. Komm, dann kürzen wir das mal ab für dich. So, dann würde ich sagen, sollen wir uns vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Arzt gönnen, den wir uns einstellen und den wir direkt weiterbilden. Moment, du heißt... Warte mal, wie heißt du denn? Dr. Des mit Immergrün. So, wir holen uns dafür einen externen, denn die Psychiater haben noch ihre Notfälle. Dann macht ihr beiden das mal, dann haben wir nämlich zwei Ersatzärzte für den Fall der Fälle. Ach Mist, wir haben das mit dem Upgrade jetzt leider verpennt. Schiete. Na egal, schade. So, da hat die Behandlung leider nicht geklappt. Wo kommt denn jetzt der Roffelkopter her? Und wem bringt der vorbei? Ach, da kommt jetzt der Externe oder was? Ja, coole Sache. So, wie schaut's hier aus? Da haben wir nur noch einen VIP in der Warteschlange. Sehr gut. Dann läuft das ja bei uns. So, aber ich glaube, wir brauchen echt noch eine vierte Arztpraxis. Kommen nämlich gerade noch nicht so wirklich mit allem hinterher. Würde ich sagen, hauen wir die doch mal hier gleich hin. Und der Gesundheitsminister kommt vorbei. Ja, dann... So, das wird mal hier ein bisschen größeres Zimmer. Obwohl, wobei. Mach mal hier die Reihe weg. So. Feuerlöscher. Heizung. Natürlich noch eine Uhr. Ein paar Poster. Fenster wären auch nicht verkehrt. So. Und ich fände das jetzt richtig töfte, wenn die Patienten mal aufhören würden, ständig wegzusterben. So. Da mal, damit ihr hier ein bisschen Beschäftigung habt. So, und wir gönnen uns dann direkt nochmal einen neuen Arzt. Wir nehmen den günstigsten, der gute Brandy. Da nippelt wieder jemand ab. Ganz großes Tennis. Okay, ich sollte mal gucken, dass wir eine Geisterjäger-Ausbildung vielleicht machen. 4 von 7 Patienten haben wir geheilt. Dich können wir jetzt leider nicht weiterbilden. Ich guck mal kurz bei den Hausmeistern, ob wir noch einen Geisterjäger haben. Nee, aktuell nicht. Wir könnten aber schon anfangen, diverse Geräte zu verbessern. Da hier gerade sowieso kein Krankenpfleger zugegen ist, verbessern wir doch mal der Gerät hier. Boah, warum sterben so viele? So, Gott sei Dank noch ein Geisterjäger. Zack, dann kümmere dich mal direkt darum. Bringt ja nichts, wenn die Patienten die ganze Zeit rumrennen, anstatt sich hier behandeln zu lassen. So. Geht doch.
Dann komm, stellen wir dich mal ein, damit du auch mal hier ein paar Pflanzen gießt. Ich hoffe, wir haben jetzt gleich hier nochmal einen Patienten, der hier hinkommt, weil wir haben uns noch gar nicht die Behandlung so im Detail angesehen, fällt mir gerade auf. Das könnte man ja durchaus nochmal nachholen. So, damit wird die psychiatrische Weiterbildung abgeschlossen. Sehr gut. Disco-Fieber entdeckt. Oha, wer ist denn hier der Disco-Larry? Ich sehe es jetzt noch nicht. So, was bist du für ein Schweinchen? So, Dr. Desmond Immergrün. Okay, du kannst leider noch keine weitere Weiterbildung machen, aber wir sollten noch ein paar Forscher, denke ich, weiterbilden. So. Und wir starten ein neues Forschungsprojekt. Flüssigkeitsanalyse. Oha, entwickle eine Maschine, um Patienten verschiedene Körperflüssigkeiten zu entnehmen. Das dient in erster Linie der Diagnose und hat außerdem einen enormen Unterhaltungswert. Aha. Oder wir könnten Forschung 2 machen. Dann machen wir doch mal das, würde ich sagen. So, müssen wir nur gucken, dass wir da schnell einen Forscher hinkriegen. Ach, natürlich ist unser anderer Forscher hier. Ich würde sagen, ich ziehe mir tatsächlich mal da raus und lasse dich hier forschen. Und wir gönnen uns einfach noch einen weiteren Arzt. Die Anfänger sind ja Gott sei Dank relativ günstig. Oder was ist relativ? Die sind sehr günstig. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Ach, ich sehe gerade, ich bin voll über der Zeit, ihr Lieben. Mensch, warum sagt er nichts? Entschuldigung. Also, ihr Lieben, dann machen wir hier unseren Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.